Was ich mir schon vorstellen kann, um nachzudenken, aber ist auch jetzt nicht aktuell politisch, sondern eine eigene Überlegung, die ich anstelle, ob die 6 Monate, die wir jetzt leider haben, ja, die eine politische Entscheidung gewesen sind 2006, Fehlentscheidung gewesen sind 2006, ob die dazu neigen, im Bereich der Miliz und auch im Bereich der Attraktivität des Grundwehrdienstes das Optimum aus dem System herauszuholen. Also könnten Sie sich eine Verlängerung des Ich persönlich könnte es mir vorstellen und ich persönlich sage auch, dass diese Entscheidung 2006 aus rein wahltaktischen Überlegungen eine Fehlentscheidung gewesen ist. Schwerstens zu Lasten der Miliz und schwerstens auch zu Lasten nachhaltig des österreichischen Bundesheeres. Das würde aber auch bedeuten, dass Sie der Zivildienst auf 12 Monate dann zum Beispiel verlängert, wenn man auf 9 Monate Grundwehrdienst zurückgeht. Ich gehe auf meinen Bereich. Ich sage noch einmal, die 6 Monate sind nicht dazu geneigt zu sagen, wir stärken die Miliz. Wir haben ein massives Problem im Bereich der Übungen. Wir üben de facto gar nicht, ja, oder nicht im ausreichenden Maße. Wir haben jetzt zwar, ich glaube, 3 Millionen Euro für Übungen im Milizbereich für das vorige Jahr budgetiert und die werden auch stattfinden, aber wir haben natürlich aufgrund der 6 Monate massive Personalprobleme, diese Übungen personell so zu beschicken, dass auch die Miliz etwas davon hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich heute Unteroffizier bin und ich bin Zugskommandant, und ich möchte üben, dann möchte ich in meiner Funktion üben und nicht 2 Stunden in meiner Funktion üben, dann wechsle ich die Rolle und werde zum Kraftfahrer, ja, weil wir gar keine Kraftfahrer haben, und dann wechsle ich wieder zurück in die Funktion des Kommandanten. Das heißt, da hat man einfach auch die Miliz nicht attraktiviert und hat ihnen eigentlich auch die Lebensquelle mehr oder weniger entzogen durch die Reduktion der Dauer des Wehrdienstes, ist im Moment jetzt, bitte ich auch um Verständnis, kein Thema, das in der Regierung diskutiert wird, eine persönliche Einschätzung von mir. Steht auch nicht im Regierungsprogramm drinnen, aber ich persönlich habe eine klare Position dazu. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!